sind sie also darüber gefahren, um ins Zentrum reinzugelangen. Und das höchste Gebäude, was wir jetzt haben, ist also hier dieses Rasierapparat, ja, das ich Ihnen erzählt habe. Und dahinter sehen Sie in Kowloon drüben noch eins, das noch größer ist. Ach ja, das ist das also noch höher. Das ist also 484 Meter. Ach, das ist neu. Das hat also 118 Stockwerke. Und wenn es fertig ist, Ende des Jahres, also offiziell eröffnet wird, ist eigentlich schon fertig, dann ist es das höchste von ganz Hongkong. Und das alles, was Sie da sehen können, ja, so bis zum diesem Taifunschutzhafen, was so auf der linken Seite so ausgebaut ist, das ist alles Landgewinnung. Das war also in den 90er, Ende der 80er Jahre noch Wasser gewesen, ein Teil des Hafens gewesen. Also dieser Hochbau und der Hinterteil dieser Hochhäuser sind also alle auf Landgewinnung aufgebaut. Dann auf der rechten Seite hinten können Sie ein rotes Viereckgebäude sehen. Ja. Und von dort aus gesehen, auf der rechten Seite, entlang des Wassers, zieht sich so eine Landzunge. Das ist der alte Flughafen. Ja? Und dort der Flughafen wird jetzt umgebaut zum neuen Passagierhafen. Links daneben sehen Sie die zwei kleinen Anlegestellen unter diesen, dieses beleuchtete Fernseher. Darunter, das sind also die zwei Anlegestellen der Fähre, das Star Ferry. Und dann links sehen Sie ein großes Kreuzfahrtschiff. Das ist der jetzige Passagierhafen, den wir haben. Und wo dieses Kreuzfahrtschiff ist, diese Gebäude, die da davor stehen, dieses also so in weiß und gespiegelt, ja, das ist die große Einkaufsarkade, die wir in Hongkong haben, das Einkaufskomplex. Das nennt sich Ocean Center. Ocean Center, Harbor City, Harbor Gate, ja. Also das, wo das Kreuzfahrtschiff liegt. Das ganze Stück darunter. Also dort ist. Dann hier auf der Hongkong-Seite sehen Sie auf der linken Seite jetzt hier zwei Gebäude, die vom Design gleich stehen, mit dem roten Streifen oben unten. Und das ist das Shuntak Center. Und von diesem Shuntak Center fahren die Macau-Fähren los, die Katamarans, die von hier nach Macau gehen. 24 Stunden rund um die Uhr, alle 15 Minuten und während Feiertage sogar alle 5 Minuten. Und wenn die Schifffahrt für einen zu lang sein sollte, diese Stunde Schifffahrt, kann man auch mit dem Hubschrauber rüber. Ah, es gibt Hubschrauber, die rüberfliegen, ungefähr 20 Minuten dauert. Das ist ganz arg juckt.
There was no reason, just to be alive.